Jo, NIZ 17. Wir sehen jetzt Cruel gegen Marcus ist der ein Winners Round 1. CF gegen Corrin. Genau, wir haben hier eine heftige Cam. Auf jeden Fall auch. So, wir sehen auch direkt, dass die ebenso sind. Ja, noch kann man nicht viel sagen. Ja, 39% jetzt auf Cruel drauf. Marcus ist der A, hat überraschenderweise Corrin genommen. Wahrscheinlich will er den jetzt ein bisschen trainieren. Sein eigentlicher Main ist ja Samus. Ich spiele in letzter Zeit öfter. Ja. So, man sieht, oh! Das wollte ich gerade sagen. Man sieht, dass Kai eigentlich im Rückstand ist, also cool, aber er ganz schnell mit einem guten Hit dann ja, und in Führung gerät. Ja. Auf jeden Fall typischer cool Spike. Cool Brawl CF Spike. So, Mark ist jetzt ein bisschen unter Druck. Genau, muss den Kill kriegen. CF, einer der schwersten Chars. Oh, einer der 10 schwersten. Oh, und da hängt er zu lang. Das war typisch Corrin. Man muss auch Corrin kennen. Die Zeit ist sicherlich. Yeah. Jo, aber Skitty möchte uns doch jetzt nicht beim Kommentieren nerven. Ja, etwa. Du wirst auch gleich noch kommentieren. Okay, das Match geht währenddessen weiter. Die Führung ist inzwischen wieder bei Marc SDA, aber näher. Okay. Ziemlich even aus. Ja, cool, hat das Momentum, oder? Jetzt nicht mehr. Ja, aber Corrin wird jetzt fies im Konter setzen. Wenn wir jetzt schnell weg, mal gucken, ob Marc so spielt oder ihn lieber ehrlich spielen möchte. Honest. Okay. Cool. Oh! Cool. Recovered nicht genau an die Edge und wird ge-F-smashed. Na gut. Siege! Fuck. Ist jetzt gerade falsch rum? Ja, weil du das Kästchen quasi spiegeln musstest. Warte, das muss ich jetzt auf jeden Fall noch. Du musst gleich mal reden. Ja. So, also, es geht wieder los. Beide haben ihren Charakter behalten, diesmal auf Battlefield. Wo ich sogar glaube, dass Corrin im Vorteil ist. CF ist ein stark basierter Charakter aus Momentum. Also, wenn CF einmal gut zuschlägt, dann sieht es schlecht für Corrin aus. So, du musst echt auf die Side B aufpassen. Also von der darf er sich nicht so leicht treffen lassen. Besonders an der Edge kann er sich dann. Ich hoffe, er hat aus seinem Fehler gelernt. Ja, also die F-Smashes treffen auf jeden Fall immer noch sehr gut von Marcus SDA. Versucht hier näher zu back air. Okay. Bei dem Chars ist das Momentum auch andauernd, also es schwingt andauernd um. Oh, versucht ihn da mit wenig Invincibility zu treffen. So, ist ja die Side B erlaubt, macht die Side B. Okay, 81%. So, jetzt ein schönes Knie und dann. Dann wär's das. Wird schwierig für Cool und der draußen, okay. Aber man darf CF niemals unterschätzen, und zwar braucht er eigentlich nur eine Up-Air und das war's für Corrin. Das kann aber erstmal schön Damage machen. Up-Air, 43% schon F-Smash. Ja, das ist natürlich Corrin. Dafür hat Mark dann seine 3 Euro oder was Corrin kostet, gut investiert. Ja, gut investierte 3 Euro. Noch besser kannst du nur investieren, wenn du Bayonetta oder Cloud kaufst. Oh! Oder vielleicht Ryu. Alles klar. So, CF müssen wir mal Corrin unter Druck setzen. Ja, und braucht jetzt auch den Kill. Er darf ihn nicht auf Range spielen lassen. Oh, kein Cool von diesem. Immer schön Pressure. Oh, versucht ihn da direkt zu spiken. Abwehr wird vielleicht schneller gewesen. Oh, 140. Kann man alles auch. Ja, sehr aggressiv. Oh, sehr aggressiv. Ja, jetzt noch ein, so einen Tritt und dann. Ja, okay. Oh, Trash Attack, okay. Oh, 20% jetzt auf ihn drauf. Er muss aber wieder vorsichtig sein. Marcus ist der bisher sehr gut mit den Ledge Traps. Oh, das passt. Das war es einfach mal fast. Aber wie gesagt, Marc hat noch die Überraschung.
Oh mein Gott, er wollte auch nicht stylen. Also lieber Kaya, das ist hier kein Combo-Video. Das ist hier kein Combo. Ja, muss Kombos sammeln für sein neues Video. Oh. Out now. On Endless. Oh. Oh, da wurde davon getroffen. Oh, 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 jetzt. Okay. Das ist gefährlich für ihn. Auf jeden Fall. Er ist an der Edge. Okay, er sprengt. 60%. Oh, ein Missklick. Und. Oh. Ah, er lebt noch. Okay. Hat er echt Glück gehabt. Keine Invincibility. Kein. Oh, er schafft es nicht, ihn zu punishen. Und das ist jetzt wieder offen. Oh, das Momentum shiftet. Jetzt muss er echt aufpassen. Ja, jetzt kann eine Attacke ihn halt echt einfach. Oh. Boah, das war so scary. Aber CF hat Triple Rage. Also, wenn er jetzt du triffst, kann das sogar schlechte Korn ausziehen. Schmeißt die Sidebees raus. Er hat Bock, diese Sidebees zu treffen, mag SSDA. Ich vermute, es wird ein Back-Air sein, der ihn trifft. Ich würde sagen, eine Abwehr. Aber vielleicht trifft er noch gar nicht. Oh, er ist offstage. Das heißt wieder cool Territory. Oh, oh, das killt ihn fast. Okay. Nein, mach das nicht. Alles klar, er schafft es ihm von der Edge. Wollte den fiesen. Er spielt sehr gefährlich. Er spielt auf jeden Fall YOLO. Oh mein Gott! Und da trifft das Knie. Da kam auch der Rage-Effekt. Und da trifft das Knie. Okay, crazy. Das heißt also 1-1. Und du musst die andere Zahl auch wieder spiegeln. Mhm. Das erste Mal hier jetzt mit so einem Layout. Danke an Meißen. Shoutouts an Meißen. Folgt ihm auf Twitter. Oh, die klappt sogar. Ja, geile Sache. Entspannt. Ja, es steht 1-1. Cool gegen Mark SSGA. Okay, wir sehen, er bleibt auf Corrin. Und zwar gehen wir auf Town City. Ich kann echt nicht sagen, wer gewinnt. Nee, ich auch nicht. Weil CF wechselt immer so schnell. Ja. Ist halt immer so ein, kriegt er den Spike, kriegt er ihn nicht, Ding auch, ne? Du kannst halt einem einfach sofort den Stock ziehen. Oh, okay. Ja, mehr. Mehr. Oh, ein Tony. Wow. Landet auf der Plattform, kriegt direkt ein Knie und. Oh mein Gott. Direkt ins Combo-Video von. Ja. Direkt ein TTL-Kombo-Video machen. Wow, aber jetzt sieht es sehr viel besser aus für Cool. Ich glaube, Marc ist eingeschüchtert. Er braucht jetzt wieder Zeit, um das zu machen. Ja, aber wer kann ihm das verdenken? Cool spielt gerade echt on point. Und er spiket ihn wirklich. Krass. Ich wusste, dass der Spike kommt, aber ich hätte nie gedacht, dass der Spike kommt. Sehr sauber den Stock. Stock. Den Stock. Corrin kann jetzt auch noch ein bisschen kombonieren. Krasse Sache, ja. Also das Momentum bei einem Captain Falcon ist halt immer echt das Ding. Also Momentum Charts sind dann auch manchmal die, die in Late-Game-Situationen oder wenn es halt das Set schon ein bisschen länger geht, besser werden, weil sie sich halt an den Gegner gewöhnen können. Und das ist auch bei Cool hier so. Er kennt Corrin relativ gut wegen Repos. Aber... Oh, er wollte den Style on him machen. Oh, ja, er wird geschnappt. Schnapp macht das Krokodil, Krokodil schnapp. Cool sollte Marc nicht allzu traurig machen. Marc kriegt immer ganz viele Setups hierher. Also ja, wir brauchen Shoutouts an Marc. Nee, aber man darf ja auch nicht vergessen, Corrin ist auch ein verdammt starker Charakter. Gute Kill-Option. Rage. Ich glaube, die Side-B triggert auch brutalst auf Rage. Aber kann er hier ein Comeback machen? Ja. Oh, aber hier! Ja, da war der Air-Dodge, da war der Spike. 2-1. Für Mr. Cool. Bestraft. Ja, Glückwunsch an Cruel. Glückwunsch an Cruel. Mr. Cruel. Aufnahme stoppen.